Hallo und herzlich willkommen bei UBI Tested. Heute mit dem neuen Opel Astra Sportstourer. Interessant sind solche kompakten Kombis für Familie und aber auch für Dienstwagenfahrer. Hier habe ich mir heute mal eine Familienvariante geholt, denn wir fahren einen Benziner. Und was das alles heute gibt, wir schauen den Wagen natürlich außen an, wir schauen den Wagen innen an, die Platzverhältnisse, wir fahren ihn und danach gibt es eine Kaufempfehlung. Oder eben nicht, das werden wir dann sehen, wenn ihr dran bleibt. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, Like nach oben und ansonsten viel Spaß jetzt mit dem Opel Astra Sportstourer. Schauen wir uns zunächst den Opel Astra einmal mal von außen an. Was hat sich mit dem Facelift denn so getan? Im Grunde nicht viel, wenn man ehrlich ist. Die Frontschürze wurde etwas gecleant, das sieht man hier unten. Viel mehr gerade Linien drinnen. Das offensichtlichste Detail, was sich verändert hat, ist mit dem Kühlergrill. Hier die Schwingen, die das Opel-Logo tragen, münden jetzt hier im Scheinwerfer drinnen und bilden dann eine Einheit optisch. Das hat schon so ein bisschen was von, naja, Eleganz, würde ich jetzt einfach mal sagen. Zieht das Ganze auch optisch nochmal in die Breite. Ein absolutes Highlight sind diese Intellilux Matrix LED-Scheinwerfer. Die haben hier unten dann tatsächlich ihre einzelnen LED-Elemente drinnen, mit denen sie den Gegenverkehr perfekt aussparen. Es ist ein hervorragendes Licht und jedem Astra-Käufer auf jeden Fall ans Herz zu legen, hier den Haken in der Ausstattungsliste zu setzen. Die Seitenlinie, da hat sich gar nichts verändert. Da ist der Astra geblieben, wie er ist. Sehr elegant. Was man versucht hat, so ein bisschen im Design, ist, ich bin kein Design-Experte, das wisst ihr, aber man sieht es hier mit der Chromleiste, die sorgt dafür, dass diese Dachlinie optisch abfällt und sich hier hinten in die Heckklappe mündet. Denn ansonsten ist es eine sehr komplett gerade bleibende Dachlinie. Das sorgt natürlich dafür, dass wir eigentlich viel Platz im Kofferraum haben mit dem geraden Abschluss und aber auch hinten die Einstiege für den Fond deutlich verbessert sind. Am Heck haben wir dann lediglich neue Rückleuchten bekommen, die dann voll LED sind. So verkauft es uns Opel. Leider voll LED sind es nicht, denn wir haben immer noch klassische Leuchtmittel hier in den Blinkern drinnen. Dafür hat man aber das neue Rücklichtdesign übernommen mit diesem Doppelwinkel. Oben einer, unten einer. Und dann wirkt das Ganze auch relativ schön und schlicht. Leider hat man natürlich wieder mal vergessen, an den Ladekantenschutz zu denken. Der Kofferraum des Opel Astra Sportstourer zählt zu den geräumigsten seiner Klasse. Das Laderaumrollo fällt mechanisch nach hinten. Die Ladekante hier übrigens ist sehr niedrig. Leider aber, man schrubbert hier dann mit dem Ladegut leicht drüber über die ungeschützte Ladekante. Da würde ich mir auf alle Fälle einen Ladekantenschutz wünschen. Die Tasche. In dem tiefen Laderaum wirkt sie schon etwas verloren. Ein Kinderwagen passt perfekt rein. Wir haben eine Innenraumbreite von 104 cm. Wir haben eine Höhe unterhalb des Laderaumrollos von 44 cm oder aber eine maximale Laderaumhöhe von 74 cm. Laderaumtief ist er 101 cm, da geht schon ordentlich was rein. Dadurch stören auch keine Dome hier drinnen. Das wirkt sehr, sehr solide. Die Rückenlehne lässt sich elektrisch per Knopfdruck hier umlegen. Dann ergibt sich ein ebener Laderaumboden und maximal 1630 Liter Stauraumvolumen. Ich nehme einmal Platz im Opel Astra Sportstourer Fond. Ja, ich sitze hier wirklich äußerst angenehm. Also die Sitzbank angenehm gepolstert. Die Kniefreiheit ist wirklich ausreichend. Ich bin 1,78 groß, wie der ein oder andere weiß. Habe zwar eine größere Wampe, aber auch die passt hier hinten wunderbar hinein. Wir haben eine Armablage, die sehr breit ist, die zwar sehr weich gepolstert ist, dennoch sehr bequem. Kopffreiheit ist mehr als genügend vorhanden, da hier auch kein Glaspanoramadach verbaut ist. Auch die Bewegungsfreiheit ist für mich hier hinten als etwas breite Person sehr angenehm. Kindersitze passen durch diese breiten, ausgeformten Sitze im Fond sehr gut hinein.
Isofix haben wir an den Außenpositionen und zwar hinter einer Klappe statt einer Kappe. Das ist sehr, sehr schön. Und in der Mittelkonsole haben wir eine Stromversorgung, zwei USB-A-Anschlüsse sowie eine optionale Sitzheizung, die einstufig funktioniert für einen warmen Popo. Warm wird es hier drinnen in jedem Fall, denn Luftausströmer fehlen mir hier im Fond auf jeden Fall. Ich habe Platz genommen hinter dem Lederlenkrad des Opel Astra Sports Tourer. Sitzen tue ich im Übrigen hier auf AGR-zertifizierten Sitzen, Aktion gesunder Rücken. Heißt, entspanntes Reisen auf langen Strecken. Der Wagen bietet echt die besten Sitze, die ihr in der Kompaktklasse bekommen könnt. Das kann ich euch definitiv schriftlich geben. Super einstellbar, elektrisch verstellbar hier der Fahrersitz in Höhe, Tiefe, mannigfaltig. Wir haben eine ausziehbare Schenkelauflage, wir haben eine Massagefunktion. Wir haben genügend Seitenhalt, sowohl im Schenkelbereich als auch in der Rückenlehne. Also da hat Opel wirklich richtig mitgedacht. Also da macht auch bitte definitiv hier den Haken, ob ihr den bei der Lederausstattung macht. Das müsst ihr selber empfinden. Die sind halt praktisch. Hier gibt es auch eine Sitzheizung und eine Sitzlüftung, sodass man dann tatsächlich im Sommer nicht auf ihnen unbedingt festklebt. Das Dreispeichen-Lederlenkrad, das kennen wir von Opel, sehr klassisch, Glattleder. Die Bedientasten sind auch klar, links Tempomat und Sprachsteuerung, rechts Bordcomputer und Lautstärkenregulierung. Der Verstellbereich ist sehr weit in Höhe und Tiefe. Hier findet jeder schnell und einfach seine perfekte Sitzposition. Dann starten wir einmal den Motor, damit wir auch die Instrumente auch angehen. Was haben wir denn hier? Wir haben jetzt hier ein teildigitales Kombi-Instrument. Analoge Rundinstrumente sind nur noch für den Drehzahlmesser, für die Kühlwasseranzeige und den Tankfüllstand vorhanden. Das Display in der Mitte zeigt die Geschwindigkeit sowie die wesentlichen Bordcomputer-Informationen, die wir dann über das Multifunktionslenkrad durchblättern können. Leider gibt es keine Kartendarstellung vom Navigationssystem. Das wäre noch auf alle Fälle wünschenswert. Dennoch, es gibt mehrere Ebenen. Auf der linken Ebene können wir dann tatsächlich auswählen, was wir uns im Hauptdisplay anzeigen wollen. Und wenn wir dann in die rechte Ebene reingehen, Cursor hier, dann können wir uns für das jeweilige ausgewählte Menü nochmal Untermenüs aufrufen. Also ich persönlich finde es sehr gut dargestellt. Genauso, und das ist für mich eine Hauptinnovation hier mit dem Facelift, ist das neue Multimedia-System, ein 8-Zoll-Bildschirm, der wirklich richtig fein aufgelöst ist. Er bietet schöne Direktwahltasten, die Tasten sind vor allem sehr, sehr groß bemessen, sodass man auch wirklich sehr schnell auf die einzelnen Menüs zugreifen kann während der Fahrt, auch wenn es ein bisschen huckelig ist. Man trifft wirklich zuverlässig die einzelnen Tasten. Dann haben wir hier in der Mittelkonsole noch ein schönes klassisches Klimabedienteil. Viele Tasten, für den einen oder anderen erst einmal verwirrend. Sitzheizung hier, Sitzlüftung hier, eine Lenkradheizung gibt es, sowohl Sitzlüftung als auch Heizung auf dem Beifahrersitz. Wir haben eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik und eine beheizte Windschutzscheibe mit Heizdrähten. Das muss man entscheiden, ob man es mag oder nicht. Ein kleines Ablagefach befindet sich hier unten für den Schlüssel. Darunter haben wir dann die Fahrassistenzhilfen, die Start-Stopp-Funktion, die deaktivierbar ist. Der Spurhalteassistent lässt sich aktivieren oder deaktivieren. Dann die Traktionskontrolle bzw. ESP. Der Parkassistent lässt sich aktivieren, sowohl wie die Parkassistenz. Hilfe. Dann haben wir den Schaltknauf, der ist sehr groß und dick, leider aus Kunststoff hier gefertigt. Da würde ich mir Leder wünschen, liebe Opel-Leute. Bitte mal genauer schauen, weil sowas fühlt sich zwar ganz passabel an, könnte man aber, wenn man schon eine Lederausstattung hat, könnte man auch einen Leder-Schaltknauf machen. Dann haben wir hier in der Mittelkonsole einen 12-Volt-Anschluss sowie eine elektronische Parkbremse. Leider keine Auto-Hold-Funktion, hätte man auch noch machen können. Dann ein Becherhalter mit kleinem Easter Egg, also einem Shark.
der sich dahinter befindet. Dann haben wir die Induktivladeschale hier für Smartphone. Das steckt man auch wirklich wunderbar rein. Da bleibt es auch sehr, sehr schön fest. Dann das Kabel für Apple CarPlay oder Android Auto rein. Eine kleine Ablage für den Fahrzeugschlüssel, wenn er denn nicht mehr erkannt wird. Das Ganze können wir auch schließen. Dann haben wir noch eine Mittelarmlehne. Darunter befindet sich ein kleines Ablagefach sowie zwei USB-A-Anschlüsse und die SD-Speicherkarte für das Multimedia-System. Das Ganze lässt sich auch wunderbar in der Länge verstellen. Unter der Motorhaube von unserem Opel Astra Sportstourer, ja, da steckt ein sehr, sehr kleines Motörchen, um genau zu sein. Diesmal ein 1,2 Liter Dreizylinder Benzin-Direkteinspritzer mit Zwangsbeatmung via Turbolader. Leisten tut er übrigens 130 PS. Es gibt noch einen 110 PS und einen 145 PS Antrieb, beide auf dem basierend. Die 130 PS Variante macht aber in meinen Augen tatsächlich am meisten Sinn. Sie bietet 225 Newtonmeter Drehmoment, 130 PS in der Spitzenleistung. Das Ganze reicht für 10,7 Sekunden auf Tempo 100 oder 207 Stundenkilometer Spitzengeschwindigkeit. Der Motor läuft übrigens extrem ruhig, sehr gut gekapselt von Opel. Den hört man im Innenraum nahezu gar nicht. Man erkennt auch nicht das Dreizylinderprinzip. Nur wenn man wirklich mit gespitzten Ohren drinnen sitzt, ohne Audioanlage, dann könnte man erahnen, dass hier ein Dreizylinder seinen Dienst verrichtet. Der Verbrauch mit 6,2 Litern über die Gesamtdistanz. Da war dann sowohl Autobahn, Flotte, Fahrt dabei, Kurzstreckenverkehr, also der typische Alltagsverbrauch. Mit 6 Litern eine ordentliche Hausnummer für einen 1,4 Tonnen schweren Kombi in meinen Augen. Aber schreibt mir mal unten drunter, was ihr darüber denkt. Sind 6 Liter in euren Augen immer noch viel oder ist das wenig? Ich persönlich finde es okay, aber natürlich ein Dreizylinder gibt jetzt nicht so viel Spritersparnis her. Unterwegs im Opel Astra fällt sehr schnell auf, dass wir hier in einem richtigen Allrounder unterwegs sind. Der Opel Astra will einfach wirklich ganz klar gegen den VW Golf antreten und er will auch hier die Position oder die Käuferschicht des VW Golf übernehmen. Das Fahrwerk ist verbindlich in Sachen Komfort, nur kurze Stöße werden hin und wieder durchgereicht, ist aber in Ordnung. Im Alltag überzeugt er mit einer sehr guten Geräuschdämmung. Der Motor ist perfekt weggekapselt, den hört man quasi kaum. Selbst im höheren Drehzahlbereich ist der Motor einfach komplett ruhig. Die Windgeräusche sind angenehm niedrig für einen Kombi. Auf der Autobahn liegt der Wagen wunderbar, spricht auch sanft an auf die Bodenwellen oder Bodenunebenheiten, liegt genügend straff, auf der, dass er Sicherheit vermittelt. Die Lenkung ist leichtgängig, angenehm direkt, nur nicht sonderlich rückmeldungsfreudig. Das ist das Einzige. Dennoch, sonst kann der Astra einfach auf voller Linie beim Fahren überzeugen. Wir sind am Ende unseres Videos angekommen zum Opel Astra Sportstourer. Kaufen oder nicht kaufen, das ist immer die entscheidende Frage bei solchen Reviews. Meine Empfehlung ganz klar, kaufen. Wir haben ein modernes Infotainment-System, wir haben ein super komfortables Fahrwerk, der Astra lässt sich auch leichtfüßig um Kurven dirigieren, der Motor ist top gedämmt, also einer der besten Dreizylinder überhaupt am Markt. Chapeau an Opel. Gut. 36.000 Euro knapp, so wie er hier steht, mit nahezu Vollausstattung. Das ist eine ordentliche Hausnummer für Familienväter unter uns. Aber Punkt 1, es gibt ordentlich Rabatt bei Opel, das darf man nicht vergessen. Punkt 2, als junger Gebrauchter sicherlich auch attraktiv. Und Punkt 3, hier ist ja
wirklich alles drinnen. Von der Massagesitzfunktion über belüftete Sitze, über eine beheizte Windschutzscheibe, über der Matrix-LED-Licht. Also hier ist so ziemlich alles in der Kiste vorhanden, was man alles für gutes Geld in der Oberklasse erst bekommt. Die Frage ist, kaufen oder nicht kaufen von eurer Seite? Jetzt seid ihr nämlich dran. Schreibt mir unten drunter, fahrt ihr einen Opel Astra? Seid ihr zufrieden? Seid ihr nicht zufrieden? Oder würdet ihr euch einen Opel Astra kaufen? Und wenn nein, warum nicht? Ich freue mich, wenn wir jetzt ein bisschen diskutieren. Unten ist die Kommentarbox groß genug. Ich antworte euch und ich würde mich freuen, Kanal abonnieren. Nicht vergessen, Like nicht vergessen. Und wenn ihr noch mehr Infos zu dem Auto haben wollt, im Driveblog vom Daniel findet ihr noch einen ausführlichen Fahrbericht. Der durfte ihn schon vor mir fahren. Also von dem her reinklicken, reinschauen und ich sage Tschüss und Servus, euer Ubi.